Hallo, heute mal ein bisschen was Neues von mir. Endlich komme ich dazu, den großen Zapfenstreich, die Verabschiedung von Angela Merkel vom 2. Dezember 2021 zu kommentieren. Frau Merkel hat die letzten 16 Jahre in Deutschland geprägt wie keine andere Person. Sie hat auch gemerkelt, wir merkeln mal, wir warten es einfach mal ab, wir tun mal nichts. Und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, ich merkel mal nicht. Frau Merkel hat in ihrer Rede bei dem großen Zapfenstreich auch noch darauf hingewiesen, sie wünsche sich in Deutschland mehr Streitkultur. Und streiten möchte ich jetzt nicht. Ich möchte einfach mal den großen Zapfenstreich etwas kommentieren. Live wurde der kommentiert von Bettina Schausten, ZDF, stellvertretende Chefredakteurin, Herrn Korte, Politikwissenschaftler und jemanden von der Bundeswehr. Gut, aber seht es euch einfach mal nach und nach an. Ich hoffe mal, dass ihr mir ein Like da lässt. Kommentiert das bitte. Es soll nicht darum gehen, ob man jetzt den großen Zapfenstreich gut findet, ob man Frau Merkel gut findet, ob der Ablauf jetzt gut war. Das steht ja alles fest. Mir geht es in erster Linie einfach darum, wie das Ganze kommentiert wurde. Aber schaut es euch einfach mal an. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an ihrer Seite. Ja, ist auch ein schwieriger Name. Das kann auch mal passieren. Aber weil es so schön war, hören wir uns das Ganze nochmal an. Und war ja auch nicht die einzige Sache. Da kommt ja noch mehr. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an ihrer Seite. Sie ist sozusagen die Ausrichterin dieses Abends des großen Zapfenstreiches. Hören wir mal zu. Beim Einzug quatscht Frau Schausten noch ein bisschen mit rein, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Dann kommen auch die offizielle Übergabe der Urkunde, der große Zapfenstreich wird angekündigt. Dann kommen die Lieder, die sich Frau Merkel gewünscht hat. Ich habe die mal zum Auszüge stehen lassen und da passiert kommentatorisch auch nicht weiter viel. So, dass die drei Wunschlieder von Angela Merkel, eine DDR-Jugendhymne, eine große Ballade und ein Kirchenlied. Ja, damit lässt sie schon ein bisschen in ihr Herz schauen. Das wird jetzt losgehen, ja? Wolfgang, bis wann haben wir denn Zeit? Bis 20. Diese Aussage von Frau Schausten war für mich der Stein des Anstoßes, wenn ich mal so sagen darf, der Grund, weshalb dieses Video entstanden ist. Ich meine, es war jetzt nicht der einzige Fauxpas, aber also ich finde die Geschichte, da in der Nationalhymne reinzureden, finde ich so unglaublich, dass ich hier nochmal explizit daran erinnern möchte, Frau Schausten als Expertin, stellvertretende Chefredakteurin, Verdienst, was hatte ich gelesen, irgendwas von etwas über 170.000 Euro im Jahr. Und dann redet entschuldigt sich auch nicht dafür. Ich habe an dem Abend noch eine Mail geschrieben ans ZDF und gefragt, ob Frau Schausten eventuell vielleicht ihren Beruf verfehlt hat. Nein. Bei Twitter ein Riesenaufruf, hält ungefähr 2 oder 3 Tage. Ich habe mich da auch dann nochmal dazu geäußert, aber das ist ja sehr schnell vergänglich. Ich hoffe mal, dass dieses Video also nicht so leicht in Vergessenheit gerät. Da bin ich natürlich auch auf Zuschauer angewiesen. Like das Video, schließt ein Abo ab. Ich mache sicherlich noch ein paar mehr Videos, wo etwas verschwiegen werden soll. Immer mal wieder. Aber Frau Schausten, ich muss einfach sagen, so geht das nicht. Ich habe auch extra nochmal gesagt, ist jetzt nicht meine Generation, aber eine Generation weiter, die steht bei der deutschen Nationalhymne auf, die legt die Hand auf das Herz und singt eventuell mit. Von Fußballern wird erwartet, dass die so tun, als wenn sie mitsingen oder ähnliches. Und da geht das einfach nicht. Und jetzt zu sagen,
Naja, ich dachte jetzt, das Mikrofon wäre stumm geschaltet. Das ist einfach inakzeptabel. Das ist einfach auch Frau Merkel gegenüber völlig despektierlich. Auch die Frage ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, kann ich beantworten. Bis zum Ende. Das Ganze war eine Sondersendung und wird sicherlich nicht bei der Nationalhymne abgebrochen. Also, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bringe zum Ende noch eine Kleinigkeit. Guckt euch das nochmal an und dann beende ich das auch. Und wie gesagt, schließt ein Abo ab, schreibt Kommentare und beachtet den Anfang. Es geht jetzt nicht darum, ob man das Ganze jetzt gut findet. Viele finden es wahrscheinlich nicht gut. Darum soll es nicht gehen. Es soll ausschließlich um die Kommentation gehen. Und ich sag mal, das ARD, ZDF, öffentliche Programme, die werden von uns allen bezahlt. In anderen Ländern ist das deutlich nicht so. Alles verschiebt sich auch hin zum privaten Fernsehen hin. Netflix, Amazon, Apple. Alle haben Kanäle, viele abonnieren die Kanäle und wir zahlen zusätzlich noch unsere Gebühren und haben dann solche Kommentatoren. Und da muss man einfach mal sagen, also nächstes Mal, Frau Schausen, auf jeden Fall besser vorbereitet, war sicherlich ein schlechter Tag, aber man muss noch mal eindeutig sagen, so geht es nicht. Und unterstützt mich einfach dabei. Ich sage hier schon mal Tschüss und ihr könnt euch noch den letzten Fauxpas von Frau Schausten anhören, den sie dann später nochmal berichtigt hat. Aber nun gut, hört es euch an. Wird ja Mitte nächster Woche, so ist es geplant, die Amtsübergabe stattfinden. Also, Ja. was bleibt von dieser Kanzlerschaft? 60 Jahre, schon eine, muss man ja fast sagen, außergewöhnlich. Was bleibt von dieser Kanzlerschaft? 60 Jahre,